Ja, damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir wollten ja diese Templer-Mission machen. Und dann nach und nach zur Hauptquest hier rüber gehen. Ja, da kommen wir aber nicht hin bei für das Versteck. Das geht noch nicht. Hier rüber. Das muss hier irgendwo hier oben sein. Er ist doch in der Nähe. Wer? Einer von Borgias Hunden. Wir wollten uns ihnen widersetzen. Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse. Meine arme kleine Anna, sie ist... Ich muss zu ihr zurück. Nur ein Schütze? Den überwältige ich leicht. Wie präzise er auch sei. Merda. Wenn wir hier bleiben, tötet er uns. Hört, ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken. Ihr flankiert ihn. Das Ziel in weniger als 45 Sekunden mit der versteckten Klinge eliminieren. Okay. Adesso basta. Ich fürchte mich nicht. Gefunden! Mehr! 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 Ich hoffe, die Assassinen schaffen das. Oh, oh. Hab ich dich! Nein! Du sollst den... Okay, dann haben wir das nicht erfüllt. Requiescat in pace. Da ist die Steuerung ab und zu auch einem im Weg, aber es bleibt immer noch ein gutes Spiel. Ja, jetzt. Schönes Einkommen haben wir auch. Jetzt würde ich sagen, noch mit der Hauptquest weiter. Da müssen wir ja außen rum. Ich weiß, weil was das für eine Mission ist.
Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließ die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Kein Schaden nehmen. Okay, mal gucken. Das mit kein Schaden nehmen, das hat schon mal nicht funktioniert. So. Die Tore! Schützt die Kaserne! Das mit keinen Schaden nehmen. Sie kommt wieder. Bianca dürftet nach Franzosenblut. Das ist nicht gerade einfach, kein Schaden. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, vor tutto francese! Ganz ruhig, um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Komm beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! Hier ein paar Informationen über ihn. Dann folgen wir Bartolomeo mal. Hi, hi! Oh. Andiamo! Ihr könnt unsere Hilfe sicher brauchen. Das ist ihr Lager? Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen.
Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Und ist auch eine Borgia-Flagge, das ist gut. Und der Erwartung wird zu Recht einfach. Nur noch 5 Türme. Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste, mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Wie? Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Dann werden wir ihm doch die ganzen Schilder mal wegreißen hier. Wo müsste eins sein? Rein. Das ist zu verlockend. Versteckst du dich hier, kleine Ratte? Die Werte, die bizarr. Stehen bleiben! Es hat keiner mitbekommen. Gefällt mir. Zimmer wieder neutral. Dann wird uns die. Dann können wir auch wieder neuen Assassinen rekrutieren. Hoch. Da würde ich noch schnell die ganzen Läden hier aufbauen.
Jetzt dürfen wir. Invero, es ist fahrlässig, hier vorbeizugehen, ohne sich meine fantastischen Waren anzuschauen. Der Punk. Und dann gleich mal Geld abheben. Geld abheben. Bauen wir auch noch das aus und dann machen wir die nächsten Missionen. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Was passiert, wenn ich das vor dir? Im Moment kennst du. Die fanden das nicht so toll, dass ich das wegreißen wollte. Das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Und da vorne das nächste. Auch eins in der Nähe sein, zumindest. Jetzt mal auch das ab. Schnellreisepunkt. Preise für edle Waren, Rüstungen wie für einen Kaiser und Preise auch. Unter einem. Gute Leute, kommt, bestellt eure Waren bei mir. Ob ihr fressen, Statuen, und das ist das letzte. Abgerissen. Er muss sterben. Requiescat in pace. Dann hätten wir auch diese Mission. Ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir die Hauptmission weiter. Dann gehen wir hier runter. Wenn wir die Hauptmission haben, gehen wir hier runter und dann dürften wir den Rest erkunden dürfen.
könnten auch die restlichen Türme einnehmen. Oder so. Und da haben wir unseren nächsten Rekruten schon. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich hätte es auch allein geschafft, aber grazie. Sagt, wohin führt euer Weg? Einen neuen Assassin. Können wir den Teil des Aquädukts schon reparieren? Eigentlich ja. Ich könnte mir vorstellen.